Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir sind im Schloss von Heliodor und der richtige König Kaneo will mit uns sprechen, da wir nun, ja, im Prinzip als Lichtbringer ja rehabilitiert wurden in dieser Realität, da Hagrimor besiegt ist, genauso wie Euklas, dürften uns glorreiche Zeiten erwarten. Und dass unsere Freunde hier jetzt alle davor stehen, also die Dorfbewohner von Kiesling und Dietrich zum Beispiel, das, sieht schon mal sehr danach aus, dass sich alles zum Guten wenden würde. Ich weiß noch, wie du von Kiesling aufgebrochen bist, als wäre es erst gestern gewesen. Und jetzt feiert der König von Heliodor dich höchstpersönlich als Held. Oh, du hast es weit gebracht. So viel ist geschehen, seit wir dich damals verabschiedet haben. Das hätte ich nie gedacht. Aber wie heißt es so schön? Ende gut, alles gut. Jetzt kannst du endlich den echten König treffen und zum einzig wahren Lichtbringer ausgerufen werden. Das ist ja so aufregend. Ihr trefft den echten König. Denkt bloß dran, euch von eurer besten Seite zu zeigen, ja? War nur Spaß. Ihr kriegt das schon hin. Oh, so aufgeregt habe ich mein herzallerliebstes Herzblatt selten gesehen. Er ist ganz außer sich, weil ihr endlich mit dem wahren König sprechen könnt. Und ich bin es auch. Da wünsche ich euch alles Glück in der Welt. Tja, was soll ich sagen? Mein kleiner Soldat hat seine alte Mutter wieder. Einmal mit Stolz erfüllt. Jetzt lauf los und sprich mit dem König. Dein Großvater wird mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht vom Himmel auf dich herabblicken. Da bin ich mir sicher. Ich mir auch, Mama. Was wird König Kaneol sagen? Und wird der Geist wieder auftauchen? Da sind sie alle. Jade und Hendrik an seiner Seite. I know the truth now. Hard as it was to swallow. The things I did while under the monster's spell are almost too terrible to contemplate. If not for you, this kingdom, no, this entire world would have been turned to ashes. All would have been lost to Mordiggan. A true hero stands among us. Adria is eternally in your debt. Ich überlege gerade, was für ein Master-Move von Hagrimor wäre es eigentlich gewesen, wenn er seine Niederlage gefaked hätte und immer noch im König wäre jetzt und so tut, als wäre er genesen. Das wäre der Hammer-Move schlechthin, aber das wird nicht passieren. You are a worthy heir to the legendary Erdwin. Truly, you are the luminary, our light and our hope. You really did it, huh? What's the matter, Veronica? I don't know. I just welled up all of a sudden. I'm just glad to be here with all of you, I suppose. Ja, und wir sind auch echt froh, dass du hier bei uns sein kannst. But where else would you be, you silly thing? You're right. I'm being stupid. Sorry. Thank you for everything. Yggdrasil. Alles scheint wieder gut zu sein. Hüter der Zeit. What's going on? Tja, der Geist zeigt sein Gesicht. I sense something awful, something truly, truly evil. But where is it coming from? What was it Mordiggan said just before he died? Something about not being the only one who defied the flow of time, right? But what did he mean?
Your Highness, please, you must come quickly. That escalated quickly. It's Erdwin's lantern. Ja, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Geist kommt an seine Macht. What? The balcony. Upstairs. Quickly. Und ganz ehrlich, wenn es etwas so Mächtiges braucht wie Edwins Stern, um die Macht des Geistes einsperren zu können, dann muss er mächtiger sein als Hagrimor. Du hast den Himmel gesehen, oder Waldes? Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Der König war ganz aufgescheucht und ist nach oben gelaufen. Ich schätze, du sollst zu ihm gehen. Er wird deine Hilfe brauchen. So wie wir alle. Nach oben. Oh Gott, die wirken alle aufgebracht. Spella, keine Angst, Mädchen. Hier bei mir bist du sicher. Versprochen. Potztausend, habt ihr den Himmel gesehen? Mich macht ja nichts so schnell nervös, aber da kann es einem schon kalt den Buckel runterlaufen. Naja, solange mein alter Kumpel Eric und sein Kollege Lichtbringer auf unserer Seite sind, haben wir nichts zu befürchten, oder? Gerade als ich dachte, dein Abenteuer wäre vorbei, musst du dich mit neuen Unwägbarkeiten herumschlagen. Aber eines nach dem anderen, du solltest lieber herausfinden, was da am Himmel vor sich geht. So wie der König und seine Wachen sich aufführen, befindet die Welt sich wieder mal auf einer Schieflage. Oder in einer Schieflage. Ja, das befürchte ich auch. Wie gesagt, die Vermutung liegt nahe, dass das der wahre Bösewicht ist. Da ist einer von diesen Zeitfragmente-Sammlern. Müssen wir hier hin? Ich glaube ja. Aber war Edwins Stern nicht über Gallopolis? Naja, wobei, das ist ja eigentlich egal. Der kann ja auch nach Heliodor fliegen, wenn er gerufen wird von diesem Geist. Hinaus auf den Balkon. Yes, please. This sky. I have never seen its like. Look over there. Da ist er wieder. Edwins Stern. Edwin's lantern. It's falling. Es war Hagrimor, der das verhindert hat. Und jetzt ist er nicht mehr da. Es ist Freezer. Scheiße. Es ist Babyface. Erdwin's lantern has fallen. I fear this bodes ill for us all. Ja, das befürchte ich auch. I dare make this request of no other, Luminary. I must ask that you investigate. Das werden wir machen. The great star fell to earth in the celestial sands. They can be seen from the Emerald Coast. That must be your first port of call. Sire. I would ask your leave to join this expedition. I cannot atone for all that I have done,
But perhaps in joining you, I might repay my debt at least in part. Das wirst du machen, Henrik, das weiß ich. Luminary, I will be your sword, your shield, your unswerving companion. Henrik schließt sich der Gruppe an. Ich hab ein Déjà-vu. Wir müssen ihn erstmal skillen. Der König sagt, glaube ich, noch was. Edwins Stern ist also vom Himmel gefallen. Was mag das bedeuten? Die Leute geraten langsam in Panik. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Mit dieser Aufgabe werde ich euch betrauen, Waldes. Der Stern steht über den Trabantensanden. Die Smaragdküste dürfte ein sicherer Aussichtspunkt sein, von dem aus ihr ihn genauer betrachten könnt. Einfach nur heftig. 73 Punkte. Ja, wir gehen wieder auf Äxte, ist klar. Wie gesagt, es gibt keinen anderen Charakter, der Äxte benutzen kann. Deswegen finde ich das angebracht. Die Axt des Bösen. Kritische Treffer mit Schwertern. Nee. Abwehr mit Schilden. Was haben wir hier oben noch? Blockenspiel. Können wir auch machen. Blinde Kuh. 9 Punkte haben wir noch. Können wir damit irgendwas machen? Aber wobei, wir sparen uns die Punkte mal. Bodo wollte ich mehr in Richtung Waisenstäbe machen. Jade. Speere. Erlösung. Ein sakraler Speerangriff, der Untoten schweren Schaden zufügen kann. Chance auf kritische Treffer mit Speeren ist aber besser. Flinkheit ansonsten. Rionaldo. Tödlicher Kuss. Beidhändige Begabung. Geschick. Oh, das ist gut. Dann können wir das eröffnen hier, Goldrausch. Und das hier. Fesselndes Flötenspiel. Veronica hat nur 3 Punkte, Eric 6. Waldes 15. Bei ihm wollten wir hier die Kräftigung machen. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wie sieht das denn aus mit der Ausrüstung? Was hat Henrik? Nichts. Königsaxt. Ist die Königsaxt am stärksten? Verhaxt. Verhaxt ist am besten. Was ist denn bei Verhaxt? 8%ige Chance mit einem Angriff, die feindliche Angriffskraft zu verringern. Seltenheit A, das ist gut. Schild von Heliodor. Wir nehmen erstmal den Hirnhämmer. Hadeshelm. Ich weiß gerade nicht, was da am besten war. Da ist die Abwehr besser. Der Hadeshelm ist schon ziemlich gut. Die Rüstung. Die Rüstung ist auch sehr gut. So, jetzt müssen wir nochmal hier gucken. Schildträger war, glaube ich, ganz gut. Es erhöht auch die Blockchance und die Abwehr. Und dann hatten wir hier doch noch eine mächtige Armschiene. Die könnte man auch nehmen. Vorreiter ist allerdings auch gut. Erhöht auch die Flinkheit. Hexerring, Meteorarmschiene. Wow. Das erhöht die Flinkheit aber mal mega. Düstere Handschuhe.
Okay, der Meteor-Dring oder die Meteor-Armschiene ist Hammer. Aber ich glaube, das Ding gebe ich lieber Eric. Das ist ziemlich schlecht hier, ehrlich gesagt. Abwehr und Geschick, das ist Quatsch. Geben wir ihm mal jetzt die Meteor-Armschiene. Düsteren Handschuhe, die gehen noch. Aber es ist halt schon echt lange her, dass wir diesen Crab hatten. Dämonenspeer ist auch gut. Wir nehmen erstmal den Dämonenspeer. Wie sieht es hier aus? Silbertiara. Hermeshut. Der Hermeshut ist gut. Häschenkostüm, haben wir da was Besseres? Makaberer Mantel, Ausweichchance. Flüssigmetalljacke. Flinkheitsweste. Oh, 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 oh. Flüssigmetallweste ist aber auch sehr, sehr gut. Ich nehme die Flinkheitsweste. Strumpfband, da gibt es doch auch sicher was Besseres. Magische Macht ist jetzt nicht so sinnvoll für sie. Souvenirschleife. Strumpfband 3 haben wir hier. Und die Souvenirschleife. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen... aufpimpen, unsere Leute. Serena Stab, Elfenstab, Flügeldrachenstab. Auerlutscher. Ah. Wesentlich besser. Schüreisen, Speere. Wir nehmen den Lutscher hier. Kann sie jetzt nicht eigentlich... Doch, sie kann jetzt zwei Stäbe nehmen. Das ist nicht wirklich sinnvoll, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt ist für sie... Es ist wesentlich klüger, wenn sie ein Schild hat, damit sie überhaupt überleben kann. So. Bei Veronica haben wir wenig gemacht. Magma-Stab, heller Spur. Der helle Stab ist ziemlich gut. Ja, das ist der beste Stab, den sie gerade so kriegen kann. Der Faschingshut ist nicht schlecht. Der senkt, erhöht immerhin die magische Macht. Fließendes Kleid. Robe des Weisen. Ich glaube, das fließende Kleid ist am besten. Ja. So. Flinkheitsring. Zauberinnenhandschuh war auch nicht so geil. Da haben wir sicher auch was Besseres. Gehen wir mal weiter nach hinten. Nein. Flinkheitsring 3. Ach so, wir haben ja jetzt manche Sachen kopiert irgendwie, stimmt. Der ist auch nicht schlecht. Aber der senkt die magische Macht. Das will ich ja eigentlich gerade nicht. Max MP senkt aber auch wieder die magische Macht. Ausweichchance, Charme. Das steigert die Abwehr um 10. Der Schmetterlingsanhänger ist nicht schlecht. Nichts davon haut mich jetzt aber so wirklich um. Was bringt der Flinkheitsring? Abwehr 10, Flinkheit 22. Ist Flinkheit jetzt so wichtig? Steigert. Gut, den müsste man verbessern.
damit man da wirklich einen Zugewinn sehen kann. Ach, das lasse ich erstmal so. Rionaldo. Könnt ihr die Dämonenpeitsche 3 nehmen? Hermeshut so schlecht? D. Piratenhut, Faschingshut. Oh, der ist gut für ihn. Der ist ganz gut. Abwehr und Charme. Nee, der ist ganz gut. Der erhöht auch die magische Kraft. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Der Adretta-Anzug. Karnevalskostüm ist natürlich viel besser. Oh, habe ich sogar plus 1. Na dann. Schildträger. Ausweichchance. Charme. Gaukler. Ausweichchance darf man nicht. Darf man nicht unterschätzen. Flinkheitsring. Ne, ich glaube, das lassen wir so. Eric hatten wir auch schon, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Meteorrang, Wunderschwert. Fenriszahn. Ui. Der ist deutlich stärker. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Okay, da kann er eh nichts anderes reinnehmen, aber so ist es besser. Korsarenhut ist besser. Genauso wahrscheinlich wie der Korsarenmantel. Yeah! Das sieht doch gut aus. Meteor am Schienen und düstere Handschuhe. Genau, das lassen wir erstmal so. Bodo. Ich will Bodo ja komplett umskillen wieder. Und das sollten wir jetzt auch mal als erstes machen. Das müsste ja an sich hier gehen, oder? Reformation. 20 pro Talentpunkt. Wir machen das bei Bodo. Klauen. 1100 Goldmünzen, das ist gar nichts. So. Okay. Dann können wir die Punkte bei Bodo jetzt einmal neu verteilen. Und gehen bei ihm wieder Richtung Waisenstäbe. Ah ja, erstmal der Dämonenlähmer. MP-Absorption. Stab der Erlösung. Hier runter. Was hatten wir hier unten noch? Stecken des Erweckens. Stecken des Erweckens ist gut jetzt. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Magische Heilkraft mit weißen Stäben ist auch gut. MP-Absorption mit weißen Stäben. Was haben wir hier? Ring des Ruins. Ist in Zusammenspiel mit anderen Charakteren sehr stark. So, und jetzt müssen wir nochmal hier oben gucken, was war hier noch. Das sind so Stat-Booster. Das können wir auch später machen. Und jetzt können wir auch ihn mal anders ausrüsten. Und zwar... Stab des Weisen. Sakrosankter Stab. Magma Stab. Der ist besser. Der Sakrosankter Stab. Ja, der ist sehr gut.
Faschingshut hat er auf. Ist auch der beste für ihn. Der Schildkrötenpanzer, da gibt es sicher was Besseres. Eschenburger Livre. Das dürfte schon... Königsmantel ist besser. In jeglicher Hinsicht. Viel besser. Seltenheitsstufe B. Na gut, das hat auch C. Also die Seltenheitsstufen, die sind schon... relativ authentisch. Das verringert den Charme deutlich. Drachenkampfkleidung finde ich auch cool. So, was machen wir hier bei ihm? Hexer, magische Macht. Chance auf Block, Chance auf Parade, Max MP. Das finde ich nicht schlecht. So. Speichern wir. Krass, dass ich dafür jetzt das ganze Video fast gebraucht habe. Aber das ist halt typisch Dragon Quest 11. Das ist wirklich typisch. Jetzt sind wenigstens unsere Leute wieder auf der Spur. Hier stehen sie wieder alle. Ich hatte gehofft, wir könnten nach deinem Gespräch mit dem König zurück nach Kiesling reisen, aber da hatten wir wohl kein Glück. Die Arbeit des Lichtbringers endet wohl nie. Aber wenn du mal Zeit hast, auf deinen Reisen in Kiesling vorbeizuschauen, naja, also, dann lass dich doch mal blicken. Ach hey, es geht los. Oder? Da begegnest du gerade dem echten König und wirst schon wieder auf ein neues Abenteuer geschickt. Tja, als dein Opa sagte, dass viel auf dich zukäme, hat er nicht gescherzt. Ich weiß, dass du das schaffen kannst. Du bist doch schließlich mein kleiner Soldat. Gerade als ich dachte, dein Abenteurer wäre vorbei, musst du dich mit neuen Unwägbarkeiten herumschlagen. Hat er nicht genau das gleiche schon mal gesagt? Wie sieht denn jetzt der Himmel aus, wenn ich rausgehe? Ist er immer noch so dunkel? Hier nicht. Okay, wir sollen zur Smaragdküste. Teleportation. Wo ist denn die Smaragdküste? Da unten ist sie doch irgendwo, oder nicht? Sandinseln. Reise zur Smaragdküste, um die Edwins Stern aus der Nähe anzusehen. Wo ist denn nochmal die Smaragdküste verflucht? Smaragdküste, Malmor. Ach. Hä? Oh! Besiegte Monstertypen ist ja mega nach oben gegangen. Guckt euch das mal an. Ich dachte, ich habe schon alles besiegt. Wow. Geile Scheiße. Wir waren kurz davor, alle zu haben. Und jetzt ist das wieder mega nach oben gegangen. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Das ist der Hammer. Gebiete in der Nähe, Weltkarte. Aber ich gehe mal davon aus, dass keine neuen Gebiete mehr dazukommen. Also das würde mich jetzt völlig wegblasen. Okay, gehen wir mal zum Malmorwald. Wobei die Smaragdküste... kann man, glaube ich, von Kieslingen am besten, oder? Eine mysteriöse Macht lässt den Zauber scheitern. Really? Okay. Ich kann mich also nicht teleportieren. Das nenne ich Scheiße. Naja, gut. Oh, man ist jetzt echt so gespannt, was hier in diesem Spiel noch passiert. Ohne Witz. Das ist crazy. Lädt.
Okay. Das ist im gesamten Spiel noch nicht einmal passiert. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das Auftauchen dieses neuen Gegners könnte natürlich dazu führen, dass eben die Monster auch viel stärker sind. Yes! Unser treues Pferd. Auf geht's!